hab's gerade eben probiert, es geht nicht. Das ist jetzt irgendwie öde. Oh, so kann man zoomen. Ich hätte neulich nochmal den Zoomomatik gesucht. Mit dem Z-Knopf geht das. Untersuche auch, kann man die unter Wasser stehen. Da kommen wir nicht schnell genug darüber geschwommen, um da die kurzen Platscher, die wir hier machen, durchzutauchen. Fast klappt es, aber leider nur fast. Könnte ich nicht irgendwie tauchen? Leck mich am Arsch. Was meinst du, Slippy mit Untersucher? Kann man hier unter Wasser stehen? Untersuche auch Höhlen, die unter Wasser stehen. Und vergiss Tricky nicht. Tricky? Also ich weiß, was der mit vergiss Tricky nicht meint. Tricky konnten wir da hochfahren lassen, um das Feuer zu verbrennen. Mit Kammern, die... Also der Lightfoot hat uns den Hinweis gegeben, dass wir hier in diesen Tempel müssen. Und untersuche Höhlen... die unter Wasser stehen, war wahrscheinlich damit gemeint, dass wir oben den Knopf drücken konnten oder so ein Kram. Aber das hilft uns alles nichts bei der Suche nach dem letzten Kackteil. Was heißt bei nach dem letzten, nach dem zweiten halt? Ja, dieser Strudel zieht uns zum Leben, aber ich dachte, der bringt uns vielleicht auch ein Stück unter Wasser oder so. Oh, warum? Wo soll ich das denn herkriegen? Es gibt ja echt gar keinen Hinweis. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie wo ganz anders hin. Also wirklich wo ganz anders, was überhaupt nichts mit diesem Bereich hier zu tun hat. Was ich halt nicht wissen kann, weil, keine Ahnung, ich da noch nie war. Oh, wo kommen denn die beiden Energiezellen her? Habe ich die beim letzten Mal übersehen? Oder sind die jetzt erst da? Ist doch egal, hier drin ist wahrscheinlich nichts mehr. Außer ein Buffer vom Dead, den ich nicht mitnehmen kann. Ne, wir haben ja dieses komische Flugviech schon befreit. Anscheinend hat der Flug zu der Insel nur 5 Energiezellen gekostet, kann das sein? Ne, wir hatten 35 vorher. Jetzt haben wir 29, vielleicht haben wir auch schon 4 wieder gesammelt und hat das auf jeden Fall nur 10 gekostet, obwohl wir 35 hatten. Und wenn es nur 10 gekostet hat, dann hat es damit genauso viel gekostet wie beim ersten Mal, als wir das Flugunternehmen da gebucht hatten. Beziehungsweise als wir in den Schwarzeismin geflogen sind. Dann wird es wahrscheinlich jedes Mal 10 kosten. Und das heißt, wir haben jetzt schon genug Energiezellen für den Rest unserer Reise. Aber auch diese Information hilft uns nicht weiter, wenn wir nicht so ein zweites Kackteil finden. Ich komme ja auch von hier aus nicht nochmal in die Höhle rein. Der einzige Weg, wo wir halt, nachdem wir das Wasser abgelassen haben, noch nicht waren, war der hier oben. Aber hier kann ja nichts Neues sein. Ich meine, das Wasser ist dann runtergegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier oben einfach weniger Freiraum. So, den Schalter haben wir gedrückt. Die beiden Augen haben wir geöffnet. Ich weiß nicht, was uns das Öffnen der Augen gebracht hat. Auf jeden Fall scheint jetzt hier halt Licht rein. Genau auf den hier. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass diese Dinger hier nur leuchten, wenn Licht auf sie scheint. Und
dafür haben wir das Auge geöffnet. Jetzt habe ich extra so gebaut, dass wir da nicht hochkommen. Ja, Ratlosigkeit. Pure Ratlosigkeit, kann ich dazu nur sagen. Ich kann da jetzt hingucken, aber meiner Meinung nach habe ich jetzt den kompletten Tempel von oben bis unten erkundet. Alles, jeden kleinsten Winkel gesehen, den dieses Ding bietet. Was eigentlich nur bedeuten... Ach, das ist ein Lightfoot. Ist das der Lightfoot am Strand, der weiß, wie es weitergeht? Ja, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was das für Rassen sind. Aber das große Viech wird doch kein Lightfoot. Sondern du hast das Rätsel zu lösen. But I just saved you. Me trust no one. Sharpclaw say I steal their things, but they stinking liars. Danke sehr. Me get out of this place. Nein, nimm es mit. Gut, Fox, nimm's mit. Na, das war dann doch einfacher als erwartet. Dann war Slippys Hilfe doch auf was anderes. Also ging doch um was anderes, aber konnte ich halt nicht wissen. So. Jetzt wurde sogar ein Tipp gegeben, setze das Ding in den Eingang des Tempels, um Krusoa-Tempel ein, um Dingens zu machen. Hieß sogar Krusoa-Tempel, ist da vielleicht doch ein Krusoa-Geist drin. Ich dachte, hier geht's um die Abgabe der Ahnensteine. Vielleicht doch nicht. Wir werden es ja gleich erfahren. Vielleicht ist hier auch der Krusoa-Geist drin und die Abgabe des Ahnensteins. Jetzt haben wir auf jeden Fall beide Augen geöffnet. Das Licht kommt rein durch beide Augen und wir haben beide Kristalle eingesetzt. Und ich suche mir hier den Arsch ab. Obwohl wir einfach mal draußen zum Strand hätten laufen müssen. Den Weg, den ich gecuttet habe, in dem ich geschwommen bin. Jetzt so eine Art Wassertempel hier, also. Das Tor ist zu. Wie es aufgeht, habe ich keine Ahnung. Mit ein bisschen Menge Wasser. Und ein Schalter. Lass mich raten, Tricky. Theoretisch musst du dich da draufsetzen. Wir haben hier aber noch Wasser drin, das heißt, du kannst dich da nicht draufsetzen. Genauso sieht's aus. Wir haben also ein Problem. Wir müssen eigentlich irgendwie das Wasser ablassen. Oder? Nee, das Tor ist noch offen. Wahrscheinlich gehe ich jetzt wieder zurück. Ja, ich gehe auch wieder zurück. Ich bin so dumm. Ich bin durch die falsche Tür gelaufen. Sehr schön. Also schauen wir uns das Rätsel nochmal neu an. Ich kann mich auf den Schalter stellen. Dadurch geht das Tor auf. Sobald ich aber vom Schalter weggehe, geht das Tor wieder zu. Tricky kann sich nicht auf den Schalter stellen, da hier Wasser drin ist. Deswegen ist das Wasser hier unten noch drin, damit es genauso hoch ist, dass Tricky sich da nicht draufstellen kann. Also irgendwie versuchen, das Wasser abzulassen. Wahrscheinlich ist dieser Knopf dabei. Ich denke immer so krass kompliziert, Zelda-Rätsel-like halt. Obwohl es meistens einfach so ist, dass irgendwo an der Decke ein Loch ist. Oder ein Schalter ist, den ich abschießen muss. Jetzt haben wir das Wasser zwar nicht abgelassen, sondern steigen lassen, aber... Egal. Geht so auch. Ja, dann brennen wir ab. Ah. Und den Steinklotz kann ich dann da unten draufstellen.
auf den Schalter und damit geht's dann weiter. Ich verstehe. Kann ich den Schalter nochmal abschießen, oder? Ich muss es, glaube ich, mal probieren. Irgendwie müssen wir das Wasser jetzt nämlich wieder runterbekommen. Ja, können wir. Gut, wie gesagt, ich habe wieder so kompliziert gedacht, dass ich dir gedacht habe, okay, jetzt muss ich irgendwie das Wasser, jetzt muss ich wieder ein krasses Rätsel lösen, aber meistens ist das Rätsel eigentlich immer nur, guck an der Decke, da ist ein Schalter, dann kannst du abschießen. Ist bei fast jedem Rätsel, bei dem ich nicht weitergekommen bin, die Lösung gewesen. So, jetzt aber. Tor offen, wir können weiter. Bin ich jetzt wieder... Ich bin wieder rausgelaufen. Alter. Ich hasse solche spiegelverkehrten Räume, ne? Auf denen beide Seiten einfach hundertprozentig 1:1 identisch aussehen. Ich nehme... Die 50-50-Sicherungs verkacke ich irgendwie immer. Jedes Mal. Ohne Ausnahme. Jedes Mal die 50-50-Sicherungs verkackt. Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Das sollte auch auf der Map das letzte Gebiet sein, in dem wir noch nicht waren. Ich weiß aber nicht, ob wir schon da sind. Ja, wir sind da, Aquaquell. Das letzte Gebiet vom Dinosaur Planet, bei dem wir noch nicht waren. Damit haben wir ganz Dinosaur Planet eigentlich bislang gesehen. Ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Daher. Ja, mit ein bisschen meinte ich schon ein bisschen mehr, aber okay. Wir haben hier so eine Art Wassersäulen. Wir haben hier so eine Art Kirchenfenster. Eine verschlossene Tür in der Mitte und eine Leiter, die nach oben führt. Ich denke mal, die Leiter, die nach oben führt, wird der vorerst richtige Weg sein, bis wir unten die Tür geöffnet haben. Der Tempel sieht auf jeden Fall cool aus. So, Kletterfox. Ich weiß, du bist hier der schnellste Kletterer. Aber ein klein wenig mehr Tempo würde ich mich schon drüber freuen. Oh. Die Typen mit den Schilden sind immer noch ein bisschen merkwürdiger. Ja, bei dem muss man draufhauen, wenn die ausholen. Also jetzt. Ersten Angriff abwehren, beim zweiten Angriff holen sie aus und dann draufhauen. Dann klappt's. Ah, und jetzt können wir auch hier den Stein einsetzen. Stein der Weisen. Da haben wir nämlich... Schön. Auf in unbekannte Abenteuer. Okay. Muss ich Tricky da drauf setzen? Oder warum hat den Fragezeichen lieber im Kopf? Ist das der Weg, den wir laufen müssen? Erste Reihe der hier. Zweite Reihe der. Dritte Reihe der. Dann der hier. Der hier. Und als letztes der. Hätten wir das auch gehabt. Hau ab! So.
sagte, hau ab. Jetzt hau aber wirklich ab, so. Dann brauchen wir schon wieder so ein Ding. Ich glaube, wir müssen die Fähigkeit bald mal bekommen, diese Art von Schlössern zu öffnen. Weil wir einfach mittlerweile so häufig diese Schlösser gesehen haben, aber nie konnten wir damit was anfangen. Wir haben da eine blaue Flamme und da oben wieder so einen grünen Kristall. Normalerweise müssen wir die grünen Kristalle dann ja immer mit grünen Flammen abschießen. Oh, da vorne ist eine Truhe. Sein, dass wir da irgendwie hin müssen. Treiben wir uns aber erstmal hier lang. Wir werden wahrscheinlich gleich in der Truhe darum die Fähigkeit bekommen, diese Art von Schlössern zu öffnen. Und dann steht uns der kompletten Welt wieder neue Wege offen. Zum Beispiel auch das Tor hinter der Mutter von unserem kleinen Jungen hier. Ich weiß auch gar nicht mehr im Kopf, wo wir jetzt überall schon solche Schlösser gesehen haben. Da sind wir schon eine ganze Menge. Diese Kackwege hier. So, Fox. Für den Schalter und zwei Energiezellen. Hilfe. Aus irgendeinem Grund rutscht man hier ziemlich stark. Stärker als normal. Ah, hier ist Wasser ausgestellt. Da oben auch schon den nächsten Schalter gesehen. Und noch einen Schalter. Okay, alle drei Wege führen quasi zu einem anderen Schalter. Gehen wir erstmal den leichten hier. So. Ja, die Kugel haben wir vorher auch schon gesehen. Aus irgendeinem Grund werden uns hier Dinge gezeigt, die sich nicht wirklich verändert haben jetzt. Man so einen Weg nicht auch irgendwie einfacher bauen können, liebe Errichter dieses Tempels. Ich weiß, dass jetzt nicht jeder Vollidiot zu diesem Knopf kommen soll, aber ihr selber habt dann ja auch jedes Mal einen mega Umweg, um hier hinzukommen. Und da ihr das Ding auch so errichtet habt, dass hier nur Leute hinkommen können, die den Ahnenstein besitzen und die ja eigentlich durch die Hüter geschützt wurden, ja, hättet ihr es vielleicht auch so aufbauen können, dass man vielleicht etwas einfacher an die Schalter rankommt. Gut, jetzt sieht man das Wasser aus, dass wir können da durchschwimmen. Und da vorne ist das Wasser auch aus, damit wir hier auch komplett durchschwimmen können. Das haben zwei von diesen drei Schaltern gebracht. Der dritte hat uns diese grüne Kugel gezeigt. Ach, die jetzt ihre Farben... Die Flamme hier ändert jetzt, glaube ich, ihre Farben. Ich meine, von unten hatte ich vorher geguckt, die hätte vorher nicht ihre Farben geändert. Na, Tricky, kann ich dich gerade füttern oder bist du gar nicht hier? Du bist gar nicht hier, okay. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Das wollte ich. Komm, grünes Feuer! Teleporter activated. Triggy! Hey Triggy, na? Wie bist du denn hierher gekommen? Vor uns vor allem. Ja, wo wir hingehen, das ist eine gute Frage. Da brauchst du mich nicht fragen. Das ist wieder so... Oh, Moment. Diese komischen Wirbelviecher da oben sind bislang immer nur in Tempel gewesen, die zu einem Crusoa-Geist geführt haben. Scheint also so, als wenn wir hier doch richtig wären, wenn wir zu einem Crusoa-Geist wollen. Aber ich gehe erstmal den Weg, der am offensichtlichsten war, als wir hier angekommen sind. Das ist nämlich dieser hier.
Mann, es ist... Warum? Ich habe jetzt schon 6 Wege gesehen. 6. Und alles scheint offen zu sein. Drüben ist ein Weg. Hier ist ein Weg. Und in dem Raum da hinten waren auch noch 2 Wege. Da, wo wir hergekommen sind, war noch ein Weg. Okay. Hier sind nur 2 Energiezellen. Aber auch die Möglichkeit, darüber zu springen, wollte ich gerade sagen, aber vielleicht auch nicht. Nee, scheint es mich das Spiel uns davon abhalten, darüber springen zu können. Dann müssen wir vielleicht doch erst später hin. Bleibt also erstmal nur dieser Weg und der Weg durch die beiden Wege im anderen Raum übrig. Gehen wir erstmal diesen hier. Ich schwimme durch die Wassersäule durch und hier ein Schalter. Damit lassen wir das Wasser ab. Interessant. Dann schauen wir uns mal unten um. Hier ist eine Tür. Kriegen wir die auf? Nein. Ah, aber ein Dino würde die wohl aufkriegen, wenn das Symbol richtig aussieht. Ist auf jeden Fall ein Dino drauf abgebildet. Ah. So, da kriegen wir jetzt einen Block. Da bin ich nicht vorbeigelaufen. Was machen wir jetzt mit diesem Block? Wir haben ihn. Das ist ganz gut. Aber was bringt er uns? Das weiß ich selber nicht. Frag mich nicht Dinge, die ich nicht weiß, lieber Tricky. Fällt nur ein, dass ich ihn vielleicht da hinschieben muss, weil das hier so auffällig ist, diese Lücke hier. Aber der passt da genau nicht rein. Soll ich da vielleicht doch nicht hin? Puh. Oder soll ich jetzt mit abgelassenem Wasser versuchen zurückzukommen? Dafür ist er da. Weil das wird hier das Wasser nur wieder hoch. Jetzt soll ich den Block hier in die Richtung schieben, damit ich halt auch so wieder hochkomme? Ja, oder auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich denn wissen, wo der Scheiß hin soll? Schauen wir uns das mal an. Ja, keine Ahnung. Danke für die Hilfe. Damit machen wir das Tor hier auf. Ah, ich habe eine Idee, wo das Ding hin muss. Ich war mir sicher, dass der eine Knopf das Wasser ablässt und der andere Knopf das Wasser wieder hochlässt. Aber das war es anscheinend nicht. Der Block war dafür da, um weiterzukommen. Moment, aber auch hier bringt uns das nichts. Ich kann da jetzt nicht drauf springen auf den Block. Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Okay, jetzt habe ich ein ganz dickes Problem. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr wieder weg. Ich komme hier jetzt nicht mal mehr weg. Och nö. Oh, warum? Will mich dieses Scheißspiel nicht verarschen? Ich komme hier nicht mal mehr raus. Ich stecke in dem Raum fest. Oder muss ich ihn hier hinschieben, wieder hochzuklettern und dann rauszuschwimmen?
Jetzt habe ich den Block durch den kompletten Raum geschoben. Durch den kompletten Raum. An jeder nur möglichen Stelle lag dieser Block jetzt einmal. Aber es wäre vollkommen schwachsinnig, dass wir hier nicht auf den Block springen können. Weil er dann, keine Ahnung, zu hoch ist, zu glatt ist, keine Ahnung. Aber da vorne dann schon. Ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen irgendwie vertieft irgendwo reinschieben, dass er ein bisschen tiefer liegt, dass wir dann hochklettern können. Es wäre einfach vollkommener Schwachsinn, wenn wir jetzt hier plötzlich drauf hochklettern könnten. Alter, Tricky hier aus dem Weg, so. Alter, jetzt nehmen die den Scheißblock, so. Nö, das ist es auch nicht. Ich bin überfragt. Jetzt sagt mir nicht, der Block muss doch hier rein, weil es hier so auffällig ist. Aber ich habe das vorhin probiert. Der Block ist zu breit. Alter, ich habe ihn jetzt wirklich in den kompletten Raum geschoben. Und es bringt alles nichts. Wir können nicht auf den Block klettern, das heißt, es bringt uns auch nichts, wenn wir den Block irgendwo hinschieben. Wir stecken in diesen scheiß Raum fest. Jetzt seit gleich 20 Minuten stecken wir in diesem scheiß Raum fest. Warum hat das automatisch aufgehört, ihn zu schieben? Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Ich will einfach nur aus diesem Kackraum raus. Alter, Tricky, ne? Halt deine Fresse. Jetzt geht's doch! Warum können wir jetzt hochklettern?